Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. Jetzt, da wir mit Johnnys Missionen endlich durch sind, geht es wieder Richtung Hauptquest. Und heute kommt wohl mein aller Lieblingsteil hier von Final Fantasy 7. Und zwar geht's richtig ab heute. Ich wünsche euch viel Spaß. So, warum auch immer da jetzt Fragezeichen steht. Wie geht's, wie steht's? Schon mit dem Sündenpfuhl vertraut gemacht? Gefällt's dir hier? Hier erlebt man vieles zum ersten Mal. Für mich alles uninteressant. War's das mit Aufträgen? Nein, einen letzten Auftrag habe ich noch. Du willst doch Tifa da rausholen, oder? Ist das eine Drohung? Nicht wirklich. Geh zum Kolosseum. Da erfährst du den Rest. Ein Körper wie Dynamit. Die Mietverträge gibt's. Okay. Noch ein Auftrag im Kolosseum. Ich hab doch schon alles erledigt. So, nu? Auf dich habe ich gewartet, Champion. Sondermatch. Die Plätze sind restlos ausverkauft. Zeig der Meute, was Unterhaltung ist. Hauptsache nicht allein gegen's Haus. Bitte nicht. Und jetzt anschnallen, wertes Publikum. Der unglaubliche Champ Cloud steigt wieder in den Ring. Okay. Das wird ein explosives Aufeinandertreffen. Bin gespannt, was die so drauf haben. Wenn der heißeste Hate der Saison auf seinen Gegner prallt, nicht minder heiße Vulkanbomber. Ein bisschen gefährlich für die Zuschauer, aber gut. Lassen wir es knallen in der Arena. Und jetzt Ring frei. So, Analyse habe ich wahrscheinlich noch nicht, ne? Nein. Tolle ATB-Menge, die ich da bekommen habe. Was? Nein, ich wollte gerade ausweichen. Okay, machen wir erstmal eine Analyse. Bin mal so frei. So, wirksam ist gar nichts. Aha. Füge ihm mit feuerbasierten Angriffen eine bestimmte Schadensmenge zu, um ihn schockanfällig zu machen. Okay. Feuer mit Feuer bekämpfen, alles klar. Vor allem kann ich im Kampf nicht ausweichen. So, was habe ich überhaupt für Magie? Keine. Stimmt. Dann müssen wir das so irgendwie hinkriegen. Ich weiß nur noch nicht wie. So, das ist schon mal ein Anfang. Mein Einsatz. Das wird so nichts. Au! Ne, Chakra muss ich noch nicht einsetzen, ne? Wir machen auch immer dasselbe. Los, macht euer Feuer. Ich bin bereit. Nee. Na gut, jetzt wird Zeit für Chakra. Und weiter. Werden die größer? Je mehr Schaden die bekommen? Scheiße. Na gut. Es wirkt so, ne? Ja, die werden größer. Bis sie irgendwann explodieren. Leute, lasst ihr mich auch mal heilen? Na komm, mach deinen Scheiß. Weißt du? Magie habe ich natürlich überhaupt gar keine mehr mitgenommen. Kein Problem. Naja. Wir arbeiten uns so durch, ne? Mach deinen Scheiß, komm. Währenddessen setze ich Chakra rein. Okay. Ja! Wer mich getroffen hat, WTF? Also könnt ihr das mal lassen? Komm, mach's. Scheiße, Mann, ey. Puh.
Kriegen das schon hin. Zur Not mit meinem Limit. Er ist ja besser geworden. Was? Ich habe Schaden bekommen? Scheiße. Und weiter. Verdammt! Alter, was ist denn los mit denen? Wenn ich wenigstens einen hinkriege, bin ich glücklich. Weil der andere wird dann easy. Warum kann man nachträglich auch seine Materie nicht ändern? Was bringt dann die Analyse, frage ich mich. Okay. Hab trotzdem was abbekommen, scheiße. Mist! Aber mein Limit fühlt sich. Muss nur so weitermachen. Au! Das ist nicht gut. Nicht schlapp machen. Okay, er macht Aufheizen, perfekt. Ich muss nur ein bisschen rumlaufen und warten, bis mein ATB voll ist. Jetzt sind die beide schon so groß. Die werden immer größer. Ach, wegen dem Aufheizen. Alles im Griff. Moment. Wir sind Feuer und ich habe Bomben, ne? Eventuell. Verdammt! Kriege ich damit ein bisschen was hin. Der Feuerball verfolgt mich! Okay, probieren wir es mal. Mit einer Bombe. Viel Spaß damit! Ja, das war gut. Ah, scheiße, Mann. Vor allem einer alleine ist ja gar kein Problem, aber zwei? Das könnte halt problematisch werden. Oh, schadensanfällig. Perfekt. Störung. Los geht's. Okay, Mutangriff. Keinen kommen. Ich hab genug. Limit. Nimm's nicht persönlich. Muss das beenden. Das ist heftig, ja. Oh, ge-one-shotted. Holy shit. Ein weiterer Triumph für den Champion. Er hat Öl in unsere schwelenden Erwartungen gekippt und unsere Begeisterung neu entflammt. Die Menge tobt, das aufgeheizte Publikum ist kurz vorm Abheben. Ein Körper wie Dynamit, ja. Aber es war schon knapp. Ich habe alles gegeben. Muss ich jetzt raus? Gehen? Zu Fuß? Ja. Uff. War mir klar, dass du das packst. Hast du gut gemacht. Das ist dein Anteil. Hier, nimm. Und jetzt raus damit. Was ist mit Tifa? Ach, Tifa. Der Wildfang, an dem man sich genauso leicht die Finger verbrennen könnte wie an einem Vulkanbomber? Hey. Hatte nicht vor, dich aufs Glatteis zu führen. Hast allerdings trotzdem bewiesen, dass es dir ernst um das Wohlergehen des Mädchens ist. Das habe ich dir beim Kämpfen in der Arena nämlich angemerkt. Bist ja ein ganz schneller. Und? Hilfst du mir oder nicht? Sehe ich so aus? Ich habe doch klar und deutlich gesagt, dass ich mir keinen Ärger einhandeln will. Aber mittlerweile bist du Manns genug, um den Karren auch ohne meine Hilfe aus dem Dreck zu ziehen und tiefer beizustehen. Hast dich gemacht, wirkst viel entschlossener im Vergleich zu unserem ersten Treffen. So, meine Lektion ist hiermit abgeschlossen. Aeris müsste eigentlich auch so langsam präsentierfähig sein. Hier ist noch ein Rat für den Weg. Lass eine Frau nie warten. Wenn du Pech hast, geht sie vor Wut hoch wie ein Bomber. Hm. Alles klar, hast du was Neues für mich? So, wer kommt als nächstes dran? Okay, ich muss mit den anderen herkommen. Komm gerne wieder vorbei. Das heißt, jeder Charakter kann hier seine zweite Ultimate freischalten. Ich frage mich, ob jetzt die Bomber nebenan sitzen und traurig sind.
Das wär's doch. Stell dir vor, da sitzt jetzt so ein Bomber drauf mit seinem traurigen Gesicht. Ich bin in die Luft gegangen. So, hier kann ich nichts kaufen, was irgendwie von Bedeutung wäre für mich, oder? Nö. Ach, schade. Ich hatte das Bild vor Augen. Okay, gehen wir zu Aerith. Die müsste jetzt bereit sein. Dann lassen wir uns mal überraschen. Oh, was war das denn? Cloud! Hier warst du also! Tifa ist... also... alleine schaffe ich das nicht! Beruhig dich. Was ist denn los? Corneo soll sich schon bald die nächste Gespielin aussuchen. Und Tifa ist noch in seinen Fängen. Aber ich kann nichts für sie tun. Okay. Ich komm mit. Hey Cloud, darf ich dich Bruder nennen? Nein. Nein. Also, echt dufte, dass du dich um Tifa kümmerst, Bruder. Sag mal, Bruder, wie bist du eigentlich so stark geworden? Ich sagte doch. Wie du kämpfst, ist echt krass, Bruder. So, zack, zack, pickli-pack. Ich wäre auch gern so cool wie du, Bruder. Und du? Okay, ich zieh dann mal ab. Naja, du weißt schon, ich will dich schließlich nicht aufhalten. Geh zurück zu Madame M. Sag Aerith, dass ich was erledigen muss. Sie soll auf mich warten, wenn sie fertig ist. Geht klar! Aber ich... Hä? Aber was ist mit unserem Plan? Du schon wieder? Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Ja und? Das ist nur für Frauen. Die Empfehlung ist für Aerith. Ah, die Frau, mit der du unterwegs warst. Mein herzliches Beileid. Wie auch immer, als Mann hast du ja keinen Zutritt. Ich frage dich nicht um Erlaubnis. Hä? Ich warne dich. Don Corneo ist ein furchterregender Mann. Wenn du hier einen Aufstand machst, wird irgendjemand dafür büßen müssen. Wer das sein wird? Vielleicht jemand, dem du helfen möchtest. Vielleicht aber auch jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Verstehst du? So läuft das auf dem Wallmarkt. Euch bleibt noch ein bisschen Zeit, bis die Brautschau anfängt. Wenn du wirklich ein Empfehlungsschreiben hast, dann bring diese Frau hierher. Ich persönlich kann dir aber nur davon abraten. Tja, und nun muss ich das tun. Denn ich werde jetzt zur Frau. Hoffe ich doch zumindest. Ich hoffe es wirklich. Huh? Hey, Platz da! Wir sind doch hier nicht im Zoo! Verschwindet! Ja, hübsch, hübsch. Aber sie hat verdammt gewisse Züge wie bitte. Ein Sephiroth. Oder Sephiroth. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Sephiroth, glaube ich. Ich habe immer Sephiroth gesagt. Da bin ich. Hui, Beine. Wie ausgewechselt. Hm. Angeblich steht Corneo auf so einer Aufmachung. Fühl mich wie ein Staubwedel. So pauschig. Ach, wirklich? Hey, Cloud! Oh. Oh. Entschuldige. Übrigens, Aerith. Hatte dich meine Nachricht nicht erreicht? Doch, hatte sie. Aber ich konnte nicht warten, weil ich mir Sorgen gemacht habe.
Ich hoffe, dir ist klar, dass du dich hier auf eine gefährliche Sache einlässt. Wer weiß, was dich auf der Brautschau erwartet. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Alleine? Von alleine war nie die Rede. Hier, komm mit. Wo willst du hin? Madame M. hat mir da so etwas erzählt. Es soll jemanden geben, der dich ganz interessant findet. Hä? Ja, es ist soweit. Also. Gut, das mit den drei Zöpfen, da können wir uns streiten. Ein großer wäre ganz angenehm gewesen. Aber so ist ein bisschen too much. Das ist ja mal ein hübsches Mädchen. Oh, das ist ja ein hübsches Mädchen. Wie bitte? Hier ist mein Mädchen. Aus dem Weg. Ganz genau. Oh, ich weiß, wo wir hingehen. Und ich weiß, was er aus mir machen will. Ich weiß, ich habe gespoilert mit der Frau, aber ich konnte es nicht erwarten. Wir werden jetzt verkleidet. Ich konnte es nicht abwarten. Das ist einer meiner Lieblingsstellen in Midgard. Sind wir doch. Ganz genau, am Honigtöpfchen. Um dir ein Empfehlungsschreiben von Anjan zu holen. Wäre das nicht toll? Dann könntest du mich zu Don Corneos Brautschau begleiten. Und Cloud, Frauenkleider würden dir sicher auch super stehen. Was? Madame M. meinte zu mir, es sei total selten, dass Anjan sein Auge auf jemanden wirft. Das heißt, deine Chancen stehen bestens. Moment. Willst du denn nicht auch tiefer befreien? Aber... Keine Widerrede. Dein Einsatz ist schon entschieden, okay? Wir müssen nur noch Einzelheiten besprechen. Anjan soll ein sehr redlicher Mensch sein. Sogar die Madame schätzt ihn. Ich würde sagen, wir versuchen es ehrlich und direkt. Keine Sorge, wird schon schief gehen. Na gut. Schauen wir mal. Herzlich willkommen. Ich habe die Ehre, Sie im Honigtöpfchen begrüßen zu dürfen, wo Ihre süßesten Träume wahr werden. Ich möchte mit Anjan reden. Sie müssen Cloud sein. Anjan erwartet Sie bereits. Woher weißt du? Mir wurde aufgetragen, Sie zu ihm durchzulassen. Anjan wird Sie an der Bühne im Hauptsaal erwarten. An der Bühne? Genau, mein Herr. Gehen Sie einfach geradeaus durch die Tür dort hinten. Oje. Ich will ein grünes Kleid. Classic Mode. Endlich im Honigtöpfchen. Hä? Wie habe ich davon geträumt? Wir haben Sie schon erwartet. Sie müssen der Kunde sein, der nach Anjan verlangt hat. Ja. Sie sind zum ersten Mal hier, nicht wahr? Sollen wir schon mit der Tanzübung anfangen? Was? Tanzen? Warum? Anjan hat eine Tanzübung verordnet. Hier drüben. Komm schon. Oh. Moment. Oh, yeah. Drücke die Tasten passend zum Rhythmus der Musik, wenn sich Felder und Rhythmuslinien überlagern. Bei einem perfekten Abschluss erhältst du möglicherweise ein Souvenir. Oh, verdammt. Konzentration. Perfekt. Genau so. Nein. Was war das denn? Zu früh, ey. Wahnsinn! Wie das aussieht, ey. Ey, ich musste mich erstmal gewöhnen. Das ist halt alles ein bisschen seltsam. Genau so. Sehr schön. Na, vor allem mit dem Schwert. Hälfte der Belegschaft schon tot. Wahnsinn. Großartig. Aber das kann doch nicht Ihr erstes Mal gewesen sein, oder? Doch, doch. Ach, das war üben. Ach Gott, okay, ich probier's nochmal. Das scheint Ihnen ja richtig zu gefallen. Okay, das war schon besser. Dann kann's jetzt losgehen. Großartig! Aber das kann doch nicht Ihr erstes Mal gewesen sein, oder? Nein, nein. Bitte, der Herr, hier geht es entlang. Oh.
Cloud. Schön, dich zu sehen. Du steckst voller Überraschungen. Hey, wir möchten Sie bitten, hier etwas zu warten, bis Anjan kommt. Sie sind aber durchtrainiert. Entspannen Sie sich einfach. Nicht die Haare, nicht die Haare. Oh, jetzt wird's cool. Willkommen im Honigtöpfchen, Cloud. Du willst eine Empfehlung von mir? Sollst du haben? Also, zeig mir mit einem Tanz, dass du eine würdige Braut abgeben wirst. Oh Gottes Willen. Okay. Es ist nur ein Kampf, Cloud. Ein Kampf wie jeder andere. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Ach du Scheiße. Oh. Oh. Oh, das ist schwer. Das war aber gerade leichter. Heilige Scheiße. Oh. Oh. Scheiße. Oh, das, man kann das gar nicht sehen. WTF. Und ich kann es nicht genießen, ey. Ach du Scheiße. Konzentration. Oh. Sie scheint es zu genießen. Es geht immer noch weiter. Hör bitte auf. Oh. So, ich kann es mitbekommen. Heilige. Was? Ja. Ich hab
mich verarscht. Ich hab's versucht. Oh, jetzt ist mir warm. Sehr schön, wie ergreifend. Also gut, ich werde mein Bestes geben, um aus dir die heißeste Braut hier zu machen. Ja, dann lasst uns die Show beginnen. Ja gut, es ist wirklich gut gemacht. Also es ist wirklich besser als ein Classic. Also zumindest die Transformation. Die Inszenierung. Einfach zauberhaft. Blau. Aber grün passt besser. Ach du Scheiße. Ich sehe nicht wirklich aus wie eine Frau. Nee. Vor allem von hinten nicht. Weißt du, das macht er zu seinem Vergnügen. Er macht jetzt Fotos und alles. Und dann verzieht er sich in seine Privatsphäre. Komm. Oh nein, geht's jetzt weiter? Perfekt. Yeah. Wahre Schönheit kommt bekanntlich von innen. Hörst du, Cloud? Es ist egal. Ob du Mann oder Frau bist, leg all deine Ängste ab. Okay, ich muss schon sagen, das war richtig lustig und richtig cool. Also, wow. Ich hätte gerne mehr solcher Momente. Einfach so richtig dance-mäßig abgehen mit Cloud und alle klatschen in die Hände und die Musik war cool und das war richtig cool. Leider konnte ich es nicht genießen. Jetzt im Anschluss in der Bearbeitung habe ich es mir noch reingezogen. Ist einfach geil. Ja Leute, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Ciao.